Wir sind hier heute im Bang Starter Center in Delbrück-Ostenland, das im Kreis Paderborn liegt, um uns ein Angebot zum Thema Urban Gardening anzuschauen. Urban Gardening als Thema wird von den Kindern sehr gerne angenommen, weil hier zwei Dinge zusammenfließen. Erstens haben wir für die Kids selber natürlich eine ganze Menge an Orientierungsmöglichkeiten, was sie beruflich machen können. Zum Zweiten ist das aber auch insofern ein Trendthema, als das, glaube ich, in fast allen, insbesondere städtischen Regionen, in allen Kommunen ein Trend zur Verdichtung besteht. Das heißt, klassisches Gärtnern gibt es in vielen Bereichen gar nicht. Das Ferienprogramm ist so aufgebaut, dass wir hier wirklich das Salatregal von Grund auf planen, den Zuschnitt dann auch in eigenen Schritten durchführen und dann mit den Teilnehmern das Ganze verschrauben. Also vor uns befindet sich, wie gesagt, das Urban Gardening Regal, also das Salatregal umgangssprachlich. Das ist modular aufgebaut, das heißt, es besteht aus einzelnen Kisten. Einmal das Abteil für die Bepflanzung gedacht, sowie unten mit dem technischen Teil. In diesem technischen Abteil findet Platz eine Pumpe, die das Wasser hochfördert, sowie die Trafos für die Beleuchtung. Seitlich haben wir einen Taster angebracht, der die Pumpe bei Bedarf ansteuert. Das heißt, ich laufe nicht Gefahr, dass die Pumpe endlos läuft, wie bei einem Wechselschalter. Des Weiteren haben wir spezielle LEDs angebracht. Die LED-Lampen haben zwei Farben, blau und rot. Das sind die zwei Farben, die Pflanzen generell zum Wachstum brauchen. Diese LEDs werden dann angeschlossen an das Trafo und leuchten halt dann so lange, solange der Netzstecker an der Steckdose angeschlossen ist. Das Ziel des Kurses ist ganz eindeutig, bei den Kindern und Jugendlichen Entscheidungskompetenz bezüglich einer Berufs- bzw. Studienwahl zu schaffen. Das heißt, wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben, verschiedene Berufsbilder kennenzulernen und nicht nur indem wir darüber berichten, sondern indem sie selber arbeiten.